China hat es unter die Top 5 der Waffenhändler geschafft. Das sagt das Stockholm International Peace Research Institute, kurz SIPRI. Das Institut hat dazu die Waffenexporte von 2008 bis 2012 analysiert. Demzufolge hat China seine Waffenverkäufe in den 5 Jahren um 163% vergrößert. Die anderen großen Waffenhändler der Welt sind die Vereinigten Staaten, Russland, Deutschland und Frankreich. Größter Kunde Chinas ist Pakistan, dessen Regierung gegen Aufstände kämpft und sein Nukleararsenal aufbaut. China gibt an, alle Waffenverkäufe entsprechen internationalen Bestimmungen und schaden nicht der Stabilität in den Regionen, in die sie verkauft werden. Wegen seiner Waffenlieferungen an den Sudan, Syrien, Pakistan und Burma wird Chinas Regime kritisiert. Amnesty International bezeichnete China als eines der schlimmsten Länder, was unverantwortliche Waffengeschäfte betrifft, also Waffen an Länder liefert, die mit ihrem Volk bewaffnete Konflikte austragen und somit die Gewalt weiter fördern.